Über 20 Weltmeisterschaften und Paralympics in Rio als Karrierehöhepunkt hat der Aargauer Roger Bolliger schon in der Bein. Oder besser gesagt im linken Bein. Weil das rechte hat der ehemalige Käser im Jahr 2002 bei einem Arbeitsunfall verloren. Ein Milchzentrifuge ist zerborsten und von einem so einem rotierenden Teil hat es mir den Oberschenkel abgerissen. Ich bin dann ins Spital gekommen, auf Aarau. Dort auf die Intensivstation, weil ich sehr viel Blut verloren habe. Und dann im Koma, Notoperation, diverse Operationen. Und später dann bin ich in der Reha-Klinik in Belliken für die prothetische Versorgung. In der Suva-Klinik zu Belliken war es dann auch, wo der Roger Bolliger das Velofahren und den Leistungssport für sich entdeckt hat. Ja, während der ganzen Reha-Phase hat man einerseits viel Zeit und die Zeit die habe ich dann halt meistens auf dem Hometrainer verbracht oder auch in der Turnhalle oder im Fitnessraum. Und so hat das Ganze dann angefangen. Quasi Kilometer für Kilometer immer weiter. Ich habe mich dann mal spontan angemeldet zu Gippingen an einem Behindertensportrennen. 2004 war das und ich bin dort aufs Podest gefahren und der Nationaltrainer damalig, Daniel Huwiler, ist auf mich zugekommen und hat mich gefragt, ob ich nicht möchte, das leistungssportmässig machen. Das Velofahren war für Roger Bolliger aber nach dem schweren Unfall mehr als nur Sport. Der Sport hat eine zentrale Bedeutung und immer noch. Für die Psyche, für den Kopf, für das Herz, für den Allgemeinzustand. Man fühlt sich einfach besser. Man kann Druck abbauen, man kann Probleme auch besser verarbeiten. Auch nach über 15 Jahren Leistungssport fährt Roger Bolliger immer noch mit Begeisterung Velorennen. Höhepunkt dieser Saison ist für ihn Paracycling Heim-WM. Die ist im September in Zürich. Also mein Ziel an der Heim-WM ist, meine Bestleistung können abrufen am Tag X. Das ist im Zeitfahren und im Strassenrennen. Und der Rang wäre natürlich schön, Top 10, aber ist in dem Sinn zweitrangig. Wichtig ist, dass man seine persönliche Leistung abrufen kann am Tag X.